Servus, grüezi, hallo und moin moin, heute aus Berlin. Lorraine und ich, wir machen eine kleine City-Tour und besuchen viele, viele Highlights hier in Berlin. Und nun müssen wir ein Restaurant-Check quasi einschieben. War gar nicht geplant, aber Achtung, wir haben ein Ekelbericht zu geben, also für alle schwachen Nerven, die sowas nicht sehen wollen, bitte nicht zu Ende gucken. Achtung, eklig, wir besuchen ein Burger King Restaurant hier in Berlin und es ist so schlimm, bitte, wer schwache Nerven hat, nicht gucken. So, servus, grüezi, hallo und moin moin. Ja, wir sind immer noch auf unserem Berlin-Trip. Eigentlich habe ich nicht gedacht, dass ich heute noch ein Restaurant-Test fahre. Aber wir sind hier bei Burger King im Berlin-Pavillon. Und das, was wir hier drinnen gerade erleben, ist so, dass ich mal eben einen Vorab-Trailer doch tatsächlich drehen muss. Denn das Essen ist so schlecht. Wir haben reklamiert und jetzt warten wir darauf, frisches Essen zu bekommen und gucken mal, wie die auf uns reagieren. So, mittlerweile sind ein paar Minuten vergangen. Ich war jetzt dreimal da zum Reklamieren. 3 Minuten sind vergangen. Es ist eigentlich ein Fastfood-Restaurant. Und ich habe einfach nur eins probiert, versucht, frische Ware zu bekommen. Und wir bestellt haben, war kalt. Das haben wir gerade mal reklamiert. Die Pommes waren kalt und pappig, die Nuggets waren kalt und pappig, die Burger, die waren sowas von pappig. Das hat mit Mausfeeling nichts zu tun. Erste Sache reklamiert, zweite Sache reklamiert. Und jetzt warten wir darauf, dass wir das ganze Essen noch einmal neu bekommen. Aber irgendwie hat man das Gefühl, du bist hier bei Burger King in Berlin und hier sind genug Touris, hier braucht man gar keine Qualitäten von. Also warten wir mal ab auf das, was kommt. Das Doofe ist, ich habe jetzt Hunger und nicht gleich. Aber ich fange mit meinem kalten Salat an, denn ja, der ist noch nicht verwelkt, aber der ist kalt. Wir warten. Bin noch gespannt, was sie dazu sagt. Wir machen mal eben einen Rundumblick hier. Nee. Kann man nicht. Welcher Burger King ist denn das hier überhaupt? Sehr schön. Aber wir werden das leider mal feststellen. Jetzt warten wir mal. Wir stellen mal auf die Uhr, wie viele Minuten Zeit wir ihr geben. Es ist 4:02. So, wir haben jetzt tatsächlich alles frisch bekommen. Das machen wir mal. Das ist der Store 15470. Und heute ist der 14.02. um 15.15 Uhr. Und die Bonnummer ist die 1.156166. Das ist nur für die Burger King Systemzentrale, die dieses Video sicherlich sich auch irgendwann angucken wird. Da frage ich mich echt, Fast Food ist Fast Food. Sollte schnell gehen? Schnell geht's hier gar nicht. Und dann ist die Qualität einfach schlecht. Und wieso muss ich erst den Store Manager auch beauftragen, um eine vernünftige Qualität zu bekommen? Ich reklamiere als erstes die Pommes, dann reklamiere ich die Nuggets, dann reklamiere ich die Burger. Nichts stimmt. Und da frage ich mich wirklich, warum ist das so? Warum ist die Qualität in vielen Fastfood-Ketten mittlerweile so, ob es nun das große goldene M ist oder ob es BK ist, dass ich das Gefühl habe, keiner hat mehr Ahnung von dem, was er tut und auch überhaupt keinen Bock mehr. Keinen Bock mehr, sich um den Kunden zu kümmern. So. Aber insofern, wir sind ja im Zeitalter des Internets und das wird wieder nett jetzt in meinen nächsten Restauranttest eingehen. Burger King in Berlin und meine Erfahrung im Store 15470 im Berlin-Pavillon, direkt an der Straße des 17. Juni. Viele Grüße nach München zur Burger King Systemzentrale. So, jetzt gucken wir mal, ob der dritte Versuch jetzt zweimal da gelaufen, einmal frisch bekommen. Das ist eigentlich das, was frisch heiß normal sein sollte. Wir gucken mal, ich melde mich nach dem Essen nochmal. So, also wenn wir schon mal über Salate reden,
Ein Salat, wo der so groß geschnitten ist, dass du ihn gar nicht in den Mund kriegst. Und dann ist der Salat so kalt, dass er dir an den Zehen wehtut. Wenn du dann diese, wenn das eine handliche, ein handlicher Salat ist, wo du die Kirschtomaten aufpieksen musst und dann beißt du da rein und die sind so kalt, dass, dir, dass du Schmerzen an den Zehen bekommst. Und ich denke mir mal, das ist alles nicht mehr in einem vernünftigen Verhältnis. Ja, aber ich will jetzt auch nicht sagen, dass der Salat zu warm sein soll. Er soll schon kalt sein, aber doch nicht so kalt. Und das ist doch kein Salat, das ist doch keine handlichen Stücke. Was ich glaube, die Macher, die neuen Standards entwickeln, die waren noch nie Gast in ihren eigenen Restaurants. Also ich sitze jetzt hier mit Lorraine im Burger King und wir philosophieren darüber. Bin ich jetzt nur jemand, der das Haar in der Suppe sucht? Aber ja, in dem Moment tue ich das vielleicht. Aber wir reden darüber, dass es einfach auch nicht schmeckt. Es ist total pappig. Total pappig. Der ist jetzt frisch produziert. Aber guck mal, ich drücke da drauf und habe das Gefühl, das ist alles, der Salat ist lieblos. Das Patty ist in Ordnung, aber das Brötchen ist sowas von wabbelig, dass man das Gefühl, das fühlt sich an wie ein Brötchen, was du in Wasser gelegt hast, was sich vollgesaugt hat und dann versuchst du es wieder aufzubacken. So ein Gefühl habe ich hier bei dem Brötchen. Dass es frisch produziert ist, jetzt habe ich keinen Zweifel daran, weil es ist wirklich heiß. Aber muss das denn sein? Warum machen sie nicht einfach das, wie es vor einigen Jahren war? Es einfach lecker. Jeder hat die gleiche gute Qualität, gleichbleibend gute Qualität bekommen. Und ich habe im Moment das Gefühl, die Läden expandieren. Es werden neue Rezepturen, es wird verändert. Never change a running system. Man geht da rein, weil es lecker ist, aber nein, es ist nicht lecker. Und gerade BK, da haben wir beide, Lorraine und ich, schon ganz spezielle Erfahrungen gemacht. Das war aber BK Bremen. Wollen wir gar nicht drüber reden. Hat jetzt nicht an uns. Ja. Aber so, auch die Tische klebrig, nicht abgewischt. Sonst sieht es hier in der Lobby recht sauber aus, das ist okay. Aber wir machen ja eins gleich, da wir ja nun doch einen Restaurant-Test machen, was gar nicht geplant war. Werden wir da erstmal den Toilettencheck machen. Da bin ich echt gespannt, wie das da aussieht. Wir reden gerade über die Qualität der Pommes. Im Gegensatz zu den McDonald's Pommes, die waren immer weich und die Burger King Pommes waren immer knusprig, weil die eine Panade haben. Aber seit der Gesetzesänderung dürfen ja Pommes frites nicht mehr so heiß frittiert werden. Ich weiß jetzt nicht die Garzahl, aber auch da hat sich die Qualität verändert. Aber das ist gesetzgebungsmäßig wohl so, dass ich das gar nicht reklamieren will. Ja, sie sind heiß, die sind knuspriger als die vom großen amerikanischen Wettbewerb. Aber alles in allem muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin heute einmal wieder schwer enttäuscht. Schade, man ist in der Hauptstadt, möchte viele Dinge sehen und hat einfach das Gefühl, man wird hier in einigen Lokationen als Touri einfach nur abgekocht und es interessiert niemanden, ob du als zufriedener Gast das Haus verlässt. Ja, wir haben frische Ware bekommen, nach dreimal reklamieren, aber eigentlich auch kein Wort des Bedauerns. Schade. Hätte netter sein können. Ich bin gespannt, was mich gleich auf der Toilette erwartet. Jo. Burger King, der allseits beliebte Toilettencheck. Ja. Oh.
Da sage ich nur eins. Burger King, ohne Worte. Das geht gar nicht. Ich filme gerade, ich möchte Sie jetzt nicht ansprechen, ich filme Sie auch nicht mit, aber ich gebe Ihnen einen Ratschlag. Nee, nee. Was da? Nee, ich filme mich, Gehen Sie auf Toilette. Toilette ist gar nicht gut. Die Toilette ist ganz schlimm und ich gebe Ihnen den Rat, machen Sie die sauber. So, wir haben hier gerade Toilettencheck gemacht. Die Kollegin hat mich gar nicht verstanden. Die Toiletten sind voll geschissen und es liegt alles rum. Also das ist wieder, das wird wieder das Video des Grauens. Mann. So, mehr kann ich doch eigentlich auch als Gast nicht tun, um dann der Mitarbeiterin noch die Mitarbeiterin darauf hinzuweisen, dass sie vielleicht die Toiletten kontrolliert. Nix verstehen. Ich konnte das ja, ne? Aber nichts verstehen und da hinten hingehen. Interessiert sie gar nicht. Frage ich mich, wie soll man damit umgehen? Was kann ich als Gast eigentlich tun? Aber Schöne, wir haben keine Urheberrechtsverletzung gemacht. Wir haben niemanden vom Personal gefilmt, keine Gäste gefilmt. Nur unseren Eindruck benannt. Sehr gut. Jo. So, wir machen uns ja jetzt einen Spaß draus. Lorraine und ich sind immer noch in dem Berlin-Pavillon im Burger King-Restaurant. Ich war ja eben auf der Toilette und war erschrocken und habe das dann versucht, ja auch der Mitarbeiterin zu erklären. Da wart ihr ja bei. Ich habe ja nicht die Mitarbeiterin gefilmt, sondern mich gefilmt. Jetzt sind gute 15 Minuten vergangen und Lorraine sagte mir, ich soll einfach mal die Kamera langsamer halten, weil meine Bewegungen ja immer so hektisch sind. Wir dachten, okay, dann nutzen wir das jetzt einfach mal und gehen da jetzt nochmal rein und gucken mal, ob die Toilettenkontrolle was gebracht hat und ob sie in der Tat das Ding jetzt gereinigt haben. Ganz langsam. Ganz langsam. Ganz langsam. Ja, das ist weg, das ist noch da. Das ist immer noch zu, das ist immer noch vollgepisst. Das ist immer noch voll geschissen. Ja. Das ist doch ein Restauranttest, wie er besser nicht sein kann. Schade. Servus, grüezi. Jetzt wieder aus meinem Hotelzimmer. Also, die Bilder habt ihr alle gesehen oder sie, je nachdem, wer uns zuschaut. Ich habe danach die Restaurantleiterin noch einmal gesprochen, bin mit der Restaurantleiterin in die Toiletten gegangen und sie sagte mir, ja, die Frau, die die Toiletten sonst macht, die ist heute nicht da. Ist natürlich kein Argument, dafür die Toiletten nicht zu putzen. Drei Klos, zwei sind schmutzig, dritte ist abgeschlossen, dann braucht man das nicht putzen. Ist vielleicht der falsche Weg. Danach habe ich mit der Systemzentrale gesprochen und ihnen gesagt, dass ich das Video heute hochladen werde. Und jetzt bin ich gespannt auf den Dialog, aber dass die Restaurantleiterin das einfach so abtut, kein Wort der Entschuldigung für schlechtere Qualität oder für ein schmutziges Restaurant oder für voll gekotete Toiletten. Das geht in der deutschen Restaurant
Landschaft nicht. Und darum ist es ganz wichtig, dieses Video hochzuladen. Und ich bin wirklich gespannt, was Burger King sagt. Ich habe mich mit denen unterhalten, ich habe mit denen telefoniert, ich habe denen die Restaurantnummer gegeben und würde mich freuen, wenn sie einen Kommentar unten in die Kommentarbox schicken. Die Kontaktdaten sind ausgetauscht, mehr kann ich als Gast nicht tun. Wir gehen dort essen, wir bringen dort gutes Geld, wir erwarten vernünftige Qualität und wir erwarten saubere sanitäre Anlagen. Und auch wenn ich es reklamiere, nicht zu tun, das geht einfach nicht. Und darum glaube ich, ist das ein sehr interessantes Video, dass wir das einfach mal ein bisschen kommunizieren, wie es in diesem Restaurant aussieht. Das heißt nicht, dass alle so sind, sondern das war einfach nur wieder eine Momentaufnahme von einem Restaurant an einem ganz normalen Tag in einer ganz normalen Stadt